Moin Leute, herzlich willkommen. Wir spielen weiter, zwar nur zu zweit, aber wir spielen weiter Dead Island. Coming Zeug! loot, 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 loot. Quack, quack. Mei, sind ja alle aggressiv hier. Ja. So, schauen wir mal. 186 Meter. Wo müssen wir denn überhaupt? Wie kommen wir denn dahin, wo wir hin müssen? Das ist einmal um das Hotel rum. Ach, wir müssen zurück zur Base sozusagen. Klonk. Schöner Sound. Klonk. Da, 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 da. Macht immer noch Spaß, die Zombies einfach umzurennen. Vor allem die da, die so explodieren. Erstmal looten. Wenn ich ihn treffen würde. Also auf der explodiert. Er schreit denn hier so rum? Ja. Blong. Er schreit jetzt nicht mehr. Ja, hier ist aber einiges los. Ja. Ein bisschen was. Ab zur Main Quest. If you're heading for the jungle, then the fastest way is through the tunnel. I've been hearing shit and I gotta say, the most wieder den Fehler, dass mein Bildschirm schwarz wird. Ja, wir sollen irgendeinen Tunnel und wir sollen auf unseren Arsch aufpassen. Hol dir eine Bombe von Mike. Jo, mach ich. Ah, mit meinem Orientierungssinn alles kein Thema. So, dann lass mal da irgendwelche Bomben legen in irgendeinem Tunnel. Ja. Was ist das denn? I can lead the way. Aha. Oh, die fette Karre hier, ey. Okay, einer muss fahren. Das ist aber ein Problem. Ich dachte, die fährt. Alter, ich sehe gar nichts mit dem Auto. Das ist halt so. Bisschen verbastelt, sagst du? Ja, so convenient, so Metallstangen vor der Windschutzscheibe. Die ist halt nichts. Ja, und dann noch gegen die Sonne fahren. Beste Idee. Ey, irgendwo hier ja, links. Mein Gott, Seh nicht mal, hier links stimmt. eine Straße ist, Alter. Oh, hier aussteigen. So, hier ist gut. Ja. Ja, das und wie macht man denn diese Explodierenden dann kaputt? Ich renne die einfach immer nur um. Aber ich kann die halt auch umrennen. Alternativ kann man noch drauf schießen. Ja, ich hab nichts zum Schießen. So. Skaboom. Ja, ich glaube, wir müssen hier erst noch weiter. Ja, aber hier, wir müssen noch hier hoch. Da. Ja, aber Jill kommt ja nicht mit. Ja, wohin soll ich denn?
Wie nah muss der denn dran sein? Naja gut, wenn ich ins Auto einsteige und die Karte anmache, dann haben wir 436 Meter bis zum Zielpunkt. Ah, Moment, ich habe hier, warte mal. So, der hat mir einen Wegpunkt hier gesetzt. Warum? Setz mir bitte das doch als Wegpunkt an. Ah. Du kannst auch einfach wegmachen den Wegpunkt, dann ist der automatisch an der aktiven Quest. Ja, ich hatte noch von vorher irgendwie anscheinend... Achso. Deswegen Ist hat er er im mich hier Auto? hingeführt. Ich bin im Auto. Und hat er sich festgefahren, ey. Ja, komisch! Wie konnte das nur passieren? Ja, das freu mich auch, ey. Held. Zack, letzten Kontrollpunkt laden. Gut! Also, schnell ins Auto einsteigen. In den Fahrersitz. Bevor der wieder auf komische Gedanken kommt. Ja. Ja, ey. Ich bin nur der Karte gefolgt. Erstmal ein Stückchen Kaffee trinken. So, auf die. Auf geht's! Ich habe jetzt am Wochenende 100% Factorio Speedrun Tutorial Kram geguckt und so durch Zufall. Ja. Das ist ja so ein crazy Scheiß, was da passiert, aber so genial gemacht alles. Oh. Blueprints, die da verwenden, sind ja der Shit, ey. Ja, ab ja, allein die Punkt ganzen... sagt der das Dingens, der Blueprint quasi, was du zu tun hast. Wow. Ja, halt, abgesehen davon, dass du halt diese riesen Malls, die einfach über ihre Blueprints dann da bauen, mit komplett raffinierenden Außenposten für irgendwelche Erze und so weiter, ist schon echt krass. Ja, das baut sich in so mehreren Phasen. Also der Anfang ist halt super crazy irgendwie, ne, weil du halt super schnell sein musst und da ist wirklich viel Klicken und, ne, ob dem oder hier so Burner City und ne, dass du möglichst schnell den anderen Kram halt bauen kannst und dann bauen die so eine Mini-Base, um das Wichtigste halt schnell zu produzieren. Und dann fangen die an mit der richtigen Base bauen, was halt alles forscht und macht und überhaupt. Und dann hier noch was anschließen und da Erze anschließen und hier Erze anschließen. Und ganz am Ende kommt dann halt die ganze Green Chips Scheiße, weil du brauchst ja 20 Millionen Green Chips irgendwie. Und da rennen die halt dann wirklich nur noch los, gucken, ja, da ist Copper in Nähe von Eisen, dann setzen ihre Blueprints da drauf und... Und wird dann halt direkt vor Ort Green Chips produziert. Ja. Ja, da ist halt so viel geile Logik drin in diesen Blueprints, irgendwie, dass die... Ja, deine Bots machen gerade nichts, geht halt ein Alarm los. Ja, da ist ein Train, der könnte losfahren, der fährt aber nicht, geht ein Alarm los. Und nur so eine Kacke. Das ist total geil, ey. Ja. Ja, schon dabei. Stay down. Plonk. Right. Ja, dann beweg dich doch. Meine Herren. Wir warten nur auf dich, ey. Labertasche. Ohlalala. Schöne Aussicht hier. Mal, kannst du hier jetzt zurückrennen oder was? Wer denn? Huf!
Was ist hier runtergefallen? Yeah, we have to go. Ja, dann komm doch. Boah, Spiel. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wofür wir dich brauchen. Aber es hier gibt so viele Wege. Bei diesem gar nicht schlauchförmigen Leveldesign. Erstmal 7 Dollar aus dem Arsch gezogen. Blöd. Eine außergewöhnliche Waffe gefunden. Was habe ich denn da gefunden? Eine böse Sichel. Aha. Böse Sichel. That's a coming. Wo? Hier ist keiner. Lauf. Ja, doch, da kommt einer. Ja, da hinten. Weil er immer. Wenn wir den Chaos im Jahr. Au. Oh, der mir auch einer in die Fresse. Da. Klink. Klink. Okay, hier möchte ich nicht runterfallen. So. Bring dich weit genug in Sicherheit. Ja, hier oben sollte reichen. Nicht? Ja, die muss jetzt erst. Okay. 1, 2. Get inside quick. The sound of that blast is gonna attract a lot of attention. Ach, meinze. Wir müssen hier in den. Oder? Hallo? Ach, hier ist ein Tisch. So, was ist jetzt hier? Hier durch den alten Bunker zum Dschungel. Akt 3. Akt 3, guck mal. You out your mind? We're supposed to get the fuck off this island, not hike deeper into the goddamn jungle. We need Moen for that. Trust me, he's the only one who can get you past those floating mines. Do what he wants, and he'll do what you want. Get him to the bloody lab. This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife. Blah, blah, blah. Oh. She's still alive? They gave us something, some medicine. I don't know what it is. It slows down the process, but not forever. The doctors in the lab can use the antibodies in your blood to create some sort not of cure. It may be Emily's only chance. Ist uns egal, wir wollen aber nur los. Kümmere dich um deine eigenen Probleme. Well, what do we do? Ja, was machen wir? Leaves the Island. Zum Beispiel. Ein paar Zombie-Köpfe einhauen. Pona, you are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Jin, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. Well, I do. Time to step up, Logan. You in the game or warming the bench? Sam B? Yeah, I hear you. We a crew. We hang together, but we bunk. Yeah. All right then. Let's do this. Bleib mal wieder so schwer. Bleib mal wieder alles insane. Village, ask around for Moen. The villagers should know him. I know somebody who might help us out, but their village is really far from here. We're gonna need to take a car. Oh, guck mal, wie convenient!
Fahre mit Jin. Nee. Fahr Jin. Mehr oder weniger. Ja. Kommen wir da durch? Ja, mit genug Speed. Oh. Easy. Aber genau so. Bonk. Oh. Entschuldigung. Ja, genau. Greif doch mit deiner Hand in mein Sichtfeld, du Idiot von Fahrer. Weißt du? Kann eh schon nichts sehen, weil der so weit nach unten guckt. Ja, die Sicht beim Autofahren ist ein bisschen problematisch im Spiel. Auf dem Auto sind wir ich. Ja, steigst du aus, hängst du fest, ey. So, zack, zack. Guck mal, Loot. Maybe there's something inside. Müssen wir denn jetzt hin? Erstmal looten. Ja, da war noch was, oder nicht? Ist schön, dass da drin angeblich Loot ist, aber kommst du gar nicht rum. Ah, doch, man muss sich ducken. Wenn man sich duckt, darf man in den Bus einsteigen. Ja, ich spring mal hier runter. Wird schon schief gehen. Warte, ich hab noch mehr Fähigkeitspunkte. Ah. Quatsch. Was ist das? Double Tap. So. Ja, ich muss da mal eben scalen. Bleib doch mal locker. Mann! UZ. Kannst du mal jemand anderen ankotzen? Ist ja widerlich. Au! Platsch. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ein bisschen auf Ausdauer wieder. Dran denken, auf Ausdauer zu achten. Sachen, die ja. Suche Moen im Dorf am Fluss. Ja, wo ist denn das Dorf am Fluss? Wie komme ich da hin? Denke mal hier lang. Denke ich mal, ne? Wahrscheinlich. Weil ich das gerade richtig gesehen habe, darf ich auch mal eben skillen. Das werde ich mal eben schnell tun. Ja, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ja, hier sind... Machen wir mal Bedrohungsfaktor plus 20%. I send you to hell. Spring mal drauf, ey. Schwer, Eigenbau-Hackmesser. Ah ja. Den sein Kennzeichen ist Dead Island. Ja, guck mal. So, warte, die Straße hier entlang. Hä? Ach, so ein dicker, ja. Alter, Chief, du kannst ja auch deine Waffe werfen, ne? Wenn du rechte Maustaste gedrückt hältst, dann zielt der. Einmal mal draufklicken. Arsch. Boah. Dann wahrscheinlich hier weiter. Ja, schätzungsweise. Gibt ja nicht so viele andere Möglichkeiten. Jetzt kann ich wieder wissen, ob das noch Menschen sind oder Zombies, erstmal draufhauen. Sicher ist sicher. Witzel. Kann ich fahren? Nein. Energy Drinks. Nice.
So. Links oder rechts? Ach, gehen wir hier lang. Na gut, warte mal kurz. Das, warte mal, das, wenn ich auf Map drücke, sagt er mir immer noch, fahre mit Jin. Das schickt uns komplett zurück, wenn ich auf M drücke. Gut, aber wenn ich gucke, willkommen im Dschungel, ist das bei mir abgeschlossen, fahren mit Jim. Suche nach Bohnen im Dorf am Fluss. Oh. Merkwürdig. Ja, verfolgst eine Suche im Moment. Oh, der führt mich halt zu Jin. Oder ist das da, wo wir hergekommen sind, die Punkte? Ja, das, da sind wir hergekommen. Wo Jin steht. An der einen Brücke. Nun, bist du auf der Karte? Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier die Strecke weiter, weil das sieht auf der Karte so ein bisschen so aus, als wäre da. Wären da Gebäude. Oh, wir werden sehen. Oh, passt nix. Ach, guck mal, hier ist eine Workbench. Und ich würde sagen, das Dorf, das suchen wir einmal nächste Woche weiter. Jo. Das kann warten. Ja. Das kann auch mal warten. Wenn Jin uns nicht hilft, dann können wir halt auch nichts dafür, ne? Muss man auch mal so sehen. Und daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.